Guten Tag, ich bin wieder im Ganschen. ja, täglich grüßt das Murmeltier. Was ist das denn hier? Eieiei. Ja. Ich versuche wieder mein Bestes zu geben. Mein Bestes ist oftmals nicht gut genug. Wobei ich schon so eine... Also abgesehen von den Bossen, ne? Aber hier so im ersten... im ersten Level bin ich schon so eine kleine Koryphäe, finde ich. Übrigens im letzten... Ist das ein Monster? Nö. Ach, guck mal, was ist das denn? Tischtechnikbetäubung, ziemlich beeindruckend. What? Was ist denn das schon wieder? Mit dieser alten Technik lassen sich kurzzeitig Gegner betäuben, wenn ein Tisch umgekippt wird. Kapitel 1 des Tisha-Sutra wird ein Tisch meisterhaft gekippt, ist dies ein wahrhaft erhebender Anblick. Alle, die das Kippen eines wahren Meisters beobachten, werden voller Ehrfurcht erstarren. Ach, guck mal, das ist ja auch nett. Willkommen zurück. Was haben wir denn da? Die T-Shirt-Kanone. Oh, was ist das für einer? Hab ich den mal gerettet? Den habe ich doch mal gerettet, oder? Oh. Wieso ist denn hier ein Fragezeichen dahinter? Ist das der Normalpreis? Nee, der Normalpreis fürs Nichts ist doch irgendwie 20 oder so. Guck mal. Cool. Ich hatte in der letzten Folge auch einen Typen gerettet, der irgendwie dabei hilft, den Fahrstuhl zu modifizieren. Das ist natürlich noch eine echte Verbesserung im Vergleich zu einem, also im Vergleich zu den ganzen Runs, die ich dann hatte, weil ich dann auch mal tiefer einsteigen kann und mal weiterkommen in dem Spiel. Das ist dann so ein bisschen Rogue-like-mäßig. Weil sonst ist der Progress ja hier nicht so groß, aber das wäre dann schon... Das wäre dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Na toll. Nee, das war falsch. Oh Gott. So. Probier das doch mal aus. Tatsächlich. Das finde ich ja eigentlich ganz nett. Also ich sag's nochmal, diese passiven Skills, die haben schon was. Kann der Gegner natürlich super aushebeln, indem er selber die Tische kippt, aber so, ich glaube, wird er wahrscheinlich nicht sein. Ein Nichts. Oh, Mensch, das war jetzt aber doof von mir, also richtig doof. Das hätte ich mir denken können, dass das passiert. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Rüstung verloren. Ganz schlecht. Guck mal. Hat der auch einen Schlüssel im Angebot gehabt da? Nee, nur nichts. Ach, wie schade. Ein Schnurres. Was ist denn das schon wieder? Wäre mal cool, wenn der das aufsetzen würde, das Zeug. Chance auf Heilung, wenn Geld ausgegeben wird. Die Macht des Handels bestimmt deine Adern und deine Follikel. Dieser Schnurrbart sorgt für vertikale Synergieeffekte, wenn du einkaufst, sodass bei jeder Transaktion die Chance besteht, dass du geheilt wirst. Naja, nicht so dolle. So viel einkaufen kann ich jetzt auch nicht.
Also dieser Effekt, der hält ja relativ lange eigentlich, gell? Was ist denn eigentlich mit dem hier? Wieso komme ich da nicht durch? Was ist der Trick? Tja. Hä? Ach, hier unten lang. Ja, sicher. Ja, sicherlich. Nein. Scheiße. Ich habe jetzt auch keine Waffe. Das ist doch. Oh nee, nicht schon wieder der. Der Gustav Ganz hier. Den kann ich überhaupt nicht ab. Oh Mann. Oh, ein Pech. Und das wirkt auch noch nicht mal bei dem. Ist das ein Scheiß? Oh Mann, wo ist er denn? Ist das ein Unglück? Oh Gott, ist das eine Scheiße. Tisch gibt es auch keinen mehr. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass man es schafft. Ich glaube, schaffen werde ich es schon, obwohl es gar nicht so sicher ist, ehrlich gesagt. Jetzt, wenn ich das mal richtig betrachte. Eigentlich ist es auch nicht sicher. Aber es geht auch darum, wie man es schafft. Und geschafft habe ich es auch nicht. Also das ist ja... Oh, ist das nervig. Das ist nervig, weil... Ja, wenn ich hier ohne Waffe reingehe in diesen Kampf. Ja. Egal. Was beschwere ich mich? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.